Oh. Jetzt verstehe ich, wie ich das austauschen kann. Sehr schön, gut. Das war eigentlich ein Versehen, dass ich das jetzt ausprobiert habe, aber hey. Mein... Wissen ist Wissen. So, kannst du da leinen? Nice. Bist du gerade high? Ich glaube, ne? So, danke dafür. Oh, ich kann... Ich glaube, ein bisschen was von den Blumen. Danke. So. Was ist das? Mysteriöser Brief. Ist alles bereit. Wir warten nur auf deine Ankunft. Als ich den Kommandanten von deiner Hingabe und deinem Eifer berichtete, war er sofort bereit, dich in unsere Reihen aufzunehmen. Zunächst erhältst du eine vorbereitende Ausbildung. Doch du weißt ja, wie man reitet und die Klinge führt. Damit hast du die Grundlagen bereits gemeistert. Der Rest wird nicht lange dauern. Sobald du unsere Farben trägst, machen wir uns auf der Suche nach deiner Mutter. Wir werden sie finden, das verspreche ich. Und wenn wir jeden Quadratzoll Velens durchkämmen müssen... Achso, und das ist natürlich ganz ein Kram, den ich noch gefunden habe. So, heißt die Katze Leckermaul? Hallo Katze! Ich glaube nicht, dass die Katze irgendwas von mir möchte. So, das Fläschchen kann ich auch noch mitnehmen. Länder des Nordens wählen. Heimwerker-Enzyklopädie. Wie oft habt ihr den Schneider dafür verflucht, dass sein Hemd krummer war als das berüchtigte Novigrader Krummhaus? Wie oft habt ihr mit dem Schmied gestritten, weil er für das Hufeisen einen Monat braucht? Wie oft habt ihr euren Kindern das Essen vom Munde abgespart, weil ein Rüstungsschmied für einen lausig gefertigten Helm ein kovirisches Vermögen verlangte? Genug! Schluss damit, sag ich, und das sollt auch ihr. Mit Hilfe des Buches, das ihr in Händen haltet, sowie einigen einfachen Werkzeugen, werdet ihr alle Grundlagen der Reparaturen selbst ausführen. Vielleicht sogar neue Dinge herstellen können. Zeigt den Wucherern von der Handwerkzunft, was eine Hake ist. Krempelt die Ärmel hoch und macht euch an die Arbeit. Oh, das ist abgeschlossen. Gut. Gut. Dann gehen wir jetzt hier erstmal wieder raus. Außer da... Nee, das ist eine Tabakspfeife. Mir ist langweilig. So. Jetzt die Frage. Ich kann mal ganz kurz auf die Karte schauen. Ich hätte gerne irgendwo... Warum sehe ich den Tavernenwirt, aber nicht den Rüstungsschmied auf der Karte? Das ist komisch. So, ich suche gerade nochmal eben schnell den Waffenmacher. Was steht das? Das Auktionshaus der, Auktionshaus der Borsodi-Brüder. Ist abgeschlossen. Vielleicht stimmt das, was man sagt? Da ist die Waffendingens. Also es wundert mich. Ich muss doch bestimmt irgendwo eine Rüstung... nein. Andersrum. Waffenschmied sein. Haben wir einen Rüstungsschmied? Nicht? Okay. Anscheinend nicht, ne? Zumindestens sagt die Map da nichts. Da hat irgendwas gerade gemacht. So ein bisschen vibriert. Hier schon wieder. Warum? Warum? Ich verstehe nicht. Das sind Pferde anscheinend. Kann ich die hier einfach klauen? Es wäre Plötze da drin. Die fegt einfach so heftig, dass alles dampft. So, können... Ne, da ist der Barbier. Die haben hier... Das ist jetzt sehr erstaunlich, finde ich. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich ging halt wirklich davon aus, dass hier noch irgendwo ein Waffenschmied ist. Nun, anscheinend ja nicht, ne? Wenn man das so sieht. So, das ist die Alchemie. Geht jetzt schneller. So. Sieh an, ein Hexer. Hallo Student, was geht ab bei dir? Okay, er hustet, das ist unhöflich. Mein Gesicht husten darfst du nicht. So, da ist eine Kellnerin. War hübsch hier. Und hier wäre die Bar von innen. Ach, das ist Stepjan.
wohlhabender Städter. Ja. Weiß nicht, ob wir uns begegnet sind. Weiß nicht, wie viele Hexen oder Menschen mit weißen Haaren du siehst. Eine Frage, die ich mir stelle, so mein Bart wächst ja von alleine mit einiger Zeit. Wächst meine Frisur auch wieder raus dann? Das wäre cool. So, jetzt kann ich aber erstmal hier hoffentlich zum... Warte, ich könnte auch nochmal hier schnell reinschauen. Aber ja, ich glaube nicht, dass hier irgendwas Besonderes ist. Ist hübsch hier. Hübsch, hübsch, hübsch. Hafen von Ochsenfurt. Ach, da ist ein Schnellreisepunkt. Damit kann ich... Ach so, da ist noch ein Teil von Ochsenfurt. Ah, den habe ich komplett übersehen. Aber damit kann ich dann einmal hier runtergehen zum Baron. Der eher ein bisschen in der Nähe ist. So. Oder nicht in der Nähe, der ist halt ein bisschen weiter weg. So mit seinen 2.500 Millionen Kilometern Entfernung. Oder Schritten. Ja, sind ja Schritte hier in dem Spiel. Linker Schritt, rechter Schritt. Linker Schritt, rechter Schritt. So. Dann jetzt einmal hier rüber. Höchstwahrscheinlich wird ihm das nicht gefallen, dass ich sage, Tamara will nicht. So. Achso, ich kann mit dir auch nochmal handeln, ne? Händler. Wie wär's mit einem Krug Apfelwein? Oder etwas Quark? Meine Vorräte sind nicht drin. Achso, das haben wir schon mal gehört. Zeig mir deine Waren. Zeig mir deine Waren. So, habe ich noch, Verzehrbares. Habe ich hier nicht irgendwie so einen sonstigen Kram? Genau, ich könnte jetzt hier die den Kram verkaufen und die Puppen. Und die Flasche. Oh, bei den Flaschen geben nicht so viel, ebenso wenig wie das Tintenfass. Der silberne Becher gibt eine Menge. Reines Silber möchte ich behalten. Strickleiter gibt 11. Gnutzerlederbalk. Na, komm, lassen wir das mal. Achso, das ist ein Auftrag. Dementsprechend kann ich das nicht verkaufen. Dann haben wir jetzt noch ein bisschen was davon verkauft. So. Oh ja, die Alchemie ist halt nutzlos. Das will ich dir nicht geben. Danke, tschüss. Leb wohl. Okay, tschüss. So, wir müssen einmal... dass meine Schuhe jetzt einfach so Messing sind. Mach mich halt wirklich fertig, wie die glänzen, du. Hui. Ja, Wii! Wii! Ah, wunderbar. So, Wache des Baron. Nein, tun sie nicht. Behaupte ich mal. Ich weiß nicht, ob das die Wahrheit ist oder nicht. Ach stimmt, da wäre auch ein schöner Dingens. So. Hallo. Hallo. Muss mit dem Baron reden. Wo ist er? Ach, in dem Raum war ich, glaube ich, noch nicht, ne? Das fühlt sich nicht so an. Ich höre. Womit kommst du zu mir? Mit Worten. Spielen wir Gwind. Ich habe die Puppe abgegeben. Ich habe ihr die Puppe gegeben, so rum. Ich habe Tamara dein Geschenk gegeben. Wie hat sie reagiert? Wohl nicht wunschgemäß. Sie hat die Puppe weggeworfen. Weggeworfen? Götter, ich dachte, trotz allem... Oh. Was ist mit Anna? Da weiß ich noch nichts Genaues, aber ich bin ihr auf der Spur. Was hältst du dann, Maulaffenpfeil? Finde sie. Bis dann. Bis dann. Alle, ja, aber was für Spuren? Was für Spuren? Das ist das Ding. Ich weiß nicht, was ich untersuchen soll. Ich kann einfach mal auf die Karte gucken. So. War das das Gebiet? Ich markiere mir mal das mal. Ich glaube, das war das Haus, wo wir die gefunden haben. Ist hier ein Ausgang? Ja. Tut das weh? Ja. Gut, warte. Dann meditieren wir mal für eine Stunde. So,
ne, starker Alkohol hat seine Wirkung verteilt. So, da ist ein Rüstungsschmied. Genau, den ignorieren wir. Wenn, dann brauche ich einen Waffenschmied, bei dem ich die ganzen Waffen, die ich aufgesammelt habe, abgeben kann. So. Auf dem Weg in den Wald, auf der Flucht, muss halt einfach ein paar mehr Spuren so finden, ne? Hätte ich vielleicht von Anfang an machen können. Warum kriege ich übrigens gerade keine Navi-Pfeile? Das ist fies. Also, jetzt sogar zu meinem grünen Dingsens hin. Dass ich keine Navi-Pfeile bekomme zum, die verbleibenden Spuren, ist okay. So. Es ist vollkommen okay. Genau, das hier waren niedergebrannte Häuser, die kaputt waren. So. War das das Haus? Nee, ne? Oder? Anscheinend definitiv nicht. Ah nee, doch, das war hier meine erste Stelle, ne? Dass ich hier die Spuren gefunden habe. Ah, okay, ich bin wieder auf dem richtigen Weg zumindest, ne? Dann ging es hier weiter. Genau, jetzt kann ich mal auf der Weltkarte. Ne, es ging hier weiter. Ah, das Haus war es, meine ich. Dann. Ich behaupte jetzt einfach, ah, das war das Haus. So, im Wald. Hier sehe ich auf jeden Fall noch nichts. Ich speichere mal lieber vorsichtshalber nicht, dass jetzt gleich irgendwie ein Gegner einfach aus dem Nichts kommt und sagt, hallo, ich bin ein Gegner. Ich hätte ganz gerne dem Hexenmeister gesagt, oh, also den Hexenjäger, so, oh ja, ich komme gerne mit. Das ist die Petersilie gewesen. Genau, hier ist das Pferd, das Verstorbene. So, ich sehe da hinten halt, oder ich höre da hinten mehrere Sachen. So, das ist ein Wolf. Aber wo ein Wolf ist, sind eigentlich noch mehr. Nun, anscheinend ja nicht, ne? Ja, das war ein einsamer Wolf. Ich höre da hinten noch mehr. So, höchstwahrscheinlich kommen die gleich auf mich. So, der heult da so ein bisschen. So, er ist hinter mir. Möchte er jetzt wirklich aktiv gegen mich kämpfen? Ja, das möchten sie. Was ist, wenn ich sie ignoriere? Dann ignorieren sie mich auch. Gut. Habt ihr noch mehr Informationen? Vielleicht kann ich nochmal mit euch reden. Da, du da. Wir sind einfache Leute. Wir wollen keinen Streit. Im Wald ist sie. Kriege ich später vielleicht noch Informationen? Das kann natürlich sein, dass jetzt einfach später gesagt wird, oh, okay, da kriegst du dann halt was. Ich meine, da wäre etwas nicht erkundeter Ort. Ich kann hier auch einfach mal in das Gebiet runterrennen, ne? Da ist auch noch Wald. Ja. Gehen wir erstmal da runter, so. Vielleicht finde ich. Also ich kann mich nochmal hier umschauen. Ich sehe da hinten einen Stimmteil. Aber mitten auf dem Meer. Da liegt auch etwas im Wasser, glaube ich. Da liegt mehr Kram. Achso, das ist auf dem Grund des Sees. Ja, also glaube ich nicht, dass das irgendwie von Interesse ist. So, ne, dann gehen wir jetzt erstmal zum nächsten Dorf, was wir da hinten gesehen haben.
Ne, vielleicht sehen wir da eine Quest, vielleicht hören wir da was. Brennt da hinten was? Ja. Ist es das Dorf, was brennt? Ich hoffe mal nicht. So, nehmen wir die Hundspetersilie mit. Das ist nämlich so ziemlich mein, sollte mein Schnellreiseticket werden. Da ist ein Schiff. Ich glaube, das ist das Dorf. Da sind Menschen drin. Das kann aber was Schlechtes bedeuten. Nee, das bedeutet was Gutes. Wollen wir in die Pfützen springen? Nett. Ein Waffenschmied. Wunderbar. Verlässliche Waffen aller Art, Stahlschwerter und schwere Keulen für Männer, gravierte Schlagringe für die Damen. Bist du ein Waffenschmiedemeister? Bist du in der Lage, Waffen in Meisterqualität herzustellen? Für wen hältst du mich? Für Hattori? Hattori? Der beste Handwerker Novigrads. Deshalb haben alle von ihm gehört. Er soll jetzt im Ruhestand sein und nein, niemand kann das, worum du bittest. Okay. Zeig mir deine Waren. Zeig mir deine Waren. Hat er ein bisschen was an Kohle? Ja, immer ein bisschen was hat er. So, ich behalte mal das Hexersilberschwert, falls ich da irgendwie eine Verbesserung für finde. Das Maribora-Schwert kann ich aber verkaufen, ne? Es gibt halt nicht mal viel Geld, das ist das Traurigste einfach daran. So, Novigrader Langschwert. Na, und dann hier auch die ganzen Beile, weil nutze ich eh nicht. Na, es ist nicht unbedingt viel Geld, was ich dafür bekomme, aber es ist zum einen Inventarplatz. Und es läppert sich. So, stumpfes Beil, Streitkolben. So. So, da werden jetzt nochmal Verbesserungskram, den ignoriere ich mal. Und die Jägerhose könnte ich. Ich glaube, die mache ich einfach. Die baue ich auseinander, ne? Da zerlegen. Ja, kriege ich Leinen für. Dann. Ja, zerlegen wir die. So. Ich könnte dich reparieren für ein Gold. Ja, komm. Ist ein Gold. So, schauen wir mal. Handwerkzutaten. Achso, ich könnte hier sogar Eisenbarren und sowas herstellen, wenn ich wollen würde. Nett dorisches Schwert. Ich habe aber das Viperstahlschwert. Ne? Das heißt, ich brauche das dorische Schwert nicht. Ich habe wenig Waffen. Achso, schauen wir mal handeln. Hast du vielleicht... Er hat da auf jeden Fall ein Stück Karte oder sowas. Questgegenstände. Leicht zerlesene Notizen von Hieronymus zum Hexer Elgar. Und was ist das hier? Hat aber jetzt Kermits vierte Karte. Okay, das hat eine Menge gekostet. Langschritt von Skellige. Nur reden wir das mal. Auf Wiedersehen. Bis dann. Und Schwertern und Knödeln. Sprich mit Hattori in seinem Knödel. Okay, das ist eine Todesquest. Dann ignorieren wir das auf jeden Fall. So. Level 24, gut, das ignorieren wir wirklich. Ach, da ist noch ein Xer-Aufträge. Monster im Wald. Schatz suchen. Verbesserung des, um das Schema zur Verbesserung des Startschwelles zu füllen. Ja, wie wär's, wenn wir das erstmal nicht tun? Ich würde gerne weiter die Familienangelegenheiten. Also eigentlich würde ich die ganz gerne weiterhin verfolgen, aber irgendwie kriege ich nicht viel an Info raus. Vielleicht ist hier am Anschlagbrett etwas. So, Kleiderbleiche. Leingarn, Torf zum Heizen und Schrubben. Monster in meinem Anwesen. Mein Familienhof, der Rückhof, ist von Monstern befallen. Das Anwesen und die Umgebung wurde besetzt. Man wagt kaum einen Blick zu riskieren, ganz zu schweigen davon, dort zu leben. Okay. Dann fand ich neulich selbst, auf die ich mir keinen reinmachen konnte. Obwohl ich schon seit so vielen Jahren Jäger bin. Ihr kennt mich. Das ist interessant. Wenn ich es bloß wüsste. Keinen reinmachen konnte.
So, offenbar hat Elga einige Verbesserungsschemas im Gebiet um Kaer Morhen versteckt. Einige brachte er in die tiefsten Höhlen, die er finden konnte, die im Norden des Teils von Kaer Morhen. Weit hintere ließ er in den verlassenen Wachturm bringen, die sich auch dort befinden. Und wieder andere mitten des Felsen am Seestrand des Teils. Wird der Karte, der Spurensymbol von der Kartenschule der Hexe, führt mich zu 4 weiteren Orten, die mit dem gleichen Symbol markiert sind. Es hat mich nicht erstaunt, dass die Piktogramme sich nicht von dem einen Piktogramm unterscheiden, das Professor Atemstein in den Höhlen unter der Tempelinsel gefunden hat. Wie angewiesen habe ich diese Orte auf der Karte eingetragen. Und Leute aus Lindenthal-Umgebung. Okay. Auf dem Friedhof ist irgendwas Doofes. Die Wettermacher haben uns Regen gebracht. So, Quest. Was ist mit der, wenn ich es doch wüsste, Quest? Ist sie hier drin? Oh Himmel, das ist aber auch wirklich viel. So, Hexeaufträge, oder ist es hier drin? Okay. Mysteriöse Spuren, da. Sprich mit dem Jäger, das klingt doch gut. So. Der Fall des Hauses, das Spiel speichern. So, ich kriege jetzt ganz viele neue Quests. Erstmal reden wir mal mit dem hier. Wie nennt man dich? Kannst du kämpfen? Geralt. Und ja. Dann hopp auf die Liste, mein Freund. Bin bereit. Komm, Einsatz 35. Denn die letzten Male ging so gut, jetzt kriege ich ordentlich mal aufs Gesicht höchstwahrscheinlich. Ihr Leute, Fischfresser hat endlich einen Gegner gefunden. Genau jetzt und hier, auf dem Feld der Ehre, wird er niemand anderem begegnen als Geralt von Riva, dem, Hammer. Ist das der Fischfresser? Auf ein Wort vor dem Kampf, Meister. Bitte. Der Schnitt auf deinem Gesicht sagt alles. Was bin ich gegen dich? Ich will auch nur leben. Die Flüsse sind leer, es gibt keine Fische mehr zu fressen. Und der Sieger kriegt einen Sack Mehl. Zeig etwas Mitleid. Lass dich besiegen. Ausgeschlossen. Ich vernichte dich. Ich denke nicht dran, absichtlich zu verlieren. Wenn du gewinnen willst, musst du mich schlagen. Ah, höchstwahrscheinlich ist er Level 1 oder sowas. Oh, der ist sogar nur Level 4. Oh, ich vernichte ihn. Ah. So. Hör auf zu blocken, du Sau. So. Ja, wir hätten es ahnen können. Der Hexer hat dem Fischfresser die Fassade neu ausgerichtet. Fast war es eine herzerwärmende Renovierungsmaßnahme. Zeit, gegen den Feldwebel anzutreten. Der ist in dieser Gegend Meister. Du findest ihn in Krähenfels. Okay. Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. 70 Kronen damit bekommen. Ich kann mal mit dem aber irgendwie... Es wird gesagt, dass die Quest zu stark für mich ist. Ah, okay, das heißt irgendein Monster... Also ich gehe davon aus, dass es ein Monsternest ist, was er möchte, was ich vernichte. So. In Krähenfels. Gut, dann gehen wir gleich mal zu Krähenfels. So, schauen wir mal ganz kurz. Okay, Stufe 20. Zu wem oder was? Dem sagen könnte sie mir, was sie gehören. Dann nehme ich das mal nicht an. So. Monster im Wald. Nee, komm, wir machen erstmal weiter. Dann wir machen die Hexenjagd. Ich weiß halt wirklich nicht, wo ich. So, dann fällt es mir einfach auf der Flucht, mein Monster aufgeregt, das Biest hätte an das Pferd in Stücke gerissen und sie in den Wald verschleppt. Ah. Die Antwort kennen Arne, doch diese Muskelreiter ist im Buckelsumpf finden, falls sie noch lebt.
Ach so, einfach nur im Sumpf suchen. Ah, okay, gut. Dann. Wo das Pferd. Das war der Fischer. War das Pferd da gestorben? Ich schau mal einfach. Ich schau mich einfach mal um. So. Und ich versuche nur mal mit dem Feldwebel aufs Gesicht zu geben. Ich hoffe, dass der nicht irgendwie ein super hohes Level hat. Na, dann gehen wir mal hier kurz zu Krähenfels. Boop. Das wollte ich nicht. Das wollte ich drücken eigentlich. Na, dann verprügeln wir den oder lassen uns von dem verprügeln. Wohl eher, vermutlich. Könnte mir böse enden. So, ist auch schon fast wieder Nacht. Es ist 18.14 Uhr, fast Nacht, doch. So, ich drücke halt übrigens die falsche Taste zum Sprinten. Feldwebel. Achso, der ist höchstwahrscheinlich da oben irgendwo, ne?